Aber wenn du magst, kannst du mich trotzdem wärmen. Du liebst Gewitter, nicht wahr? Mhm. Doch manchmal machen sie mir auch Angst. Es kommt drauf an, wo ein Gewitter runterkommt. Also in welche Umgebung. Ich kann dir nicht sagen, wieso, aber heute habe ich das Gefühl, dass etwas Schreckliches passiert oder passieren wird. Du denkst, ich bin verrückt, nicht wahr? Verrückt? Ein Ehemann ist nicht gezwungen, gegen seine Frau auszusagen. Ich schlage vor, wir gehen nach oben, ziehen uns die Decke über den Kopf und warten das Gewitter ab. Gute Idee, aber wie kriegen wir die Zeit rum? Das kann ich dir sagen. Indem wir über Mr. X reden. Alias Derek Griffin, ein geheimnisvoller Mann. Ich kann im Moment dieser Art von Spannung nichts abgewinnen. Und deine Strategien, ihn dazu zu bringen, seine Missetaten bei gedämpften Venusmuscheln zuzugeben, waren auch nicht erfolgreich, oder? Du hast dich doch für das Foto interessiert, wo diese vier Kinder drauf sind. Habe ich recht? Trotzdem habe ich unter der Bettdecke andere Fantasien, als dass ich Lust dazu hätte, mich über ein Mysterium zu unterhalten. Das ist ja ganz was Neues. Mami! Ich gehe zu ihm. Ja. Wieso habe ich nur dieses eigenartige Gefühl? Warst du so überwältigt, dass du dich hinsetzen musstest, oder warst du so entsetzt, dass du dich abgewendet hast? Mason, wir sind die letzten Gäste in diesem Restaurant. Hm. Du hast recht, Schatz. Ich glaube, hier spukt es. Weißt du, du bist einfach... Unverbesserlich? Einfach, kindisch? Einfach... Unverfroren? Charmant. Ich danke dir. Es war kein Kompliment. Ich nehme zurzeit alles, was ich kriegen kann. Du kannst Süßholz raspeln, bis der Putz von den Wänden fällt. Das kann im Gerichtssaal durchaus von Vorteil sein. Du weißt doch, jeder gibt sein Bestes. Aber mach dir nichts draus, Liebling. Warte, Folgendes. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich rede nicht mehr auf dich ein, wenn du aufhörst, mir auszuweichen. Wer weiß. Möglicherweise könnte das der Weg zu einer ehrlichen Unterhaltung sein. Also das ist das Letzte, was ich im Moment brauche. Geschlossen? Dann machen Sie gefälligst auf. Sowas Unmenschliches. Wir suchen Schutz vor dem Gewitter und Sie wollen ihn verwehren? So, mein guter Mann, würden Sie uns bitte eine Flasche Ihres besten Champagners bringen? Es ist die reinste Katastrophe da draußen. Wir sind gerade so mit dem Leben davon gekommen. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Setzen Sie sich. Sieh an, was da vor mir angespült worden ist. Aber du bist diejenige, die nass ist. Äußerlich wie innerlich, könnte ich mir vorstellen. Was treibt dich eigentlich raus in einer Nacht wie dieser, hm? Wir drei sind auf der Suche nach der verlorenen Stadt Santa Barbara. Also, die Legende besagt, dass Santa Barbara eine Stadt der Feste ist. Aber wir haben nirgendwo ein Fest gefunden. Kein einziges Fest, nicht einmal ein Drink. So, darf ich euch jetzt meine abenteuerlichen Begleiter vorstellen? Also, hier haben wir Sir Lawrence, sonst wer. Und dieser junge Mann ist Donovan. Donovan, was weiß ich. Und das dort ist mein lieber Bruder Mason. Und, wie soll ich dich jetzt bezeichnen, Julia? Als seine, sie ist seine inoffizielle Ex-Frau. Sein Grund zu leben, ja, das ist sie. Hm? Woher kenne ich Sie, meine Herren, wenn ich fragen darf? Mason, Sie sind Anwälte, aber das macht doch nichts, oder? Nimm es Ihnen bitte nicht übel. Bei Kinsey, Rux und Palmer, richtig? Ihren Diensten, Sir. Ich werde darauf zurückkommen. Gnädiges, es ist mir eine Freude, die Bekanntschaft einer hübschen Kollegin zu machen. Was für ein Casanova. Also ihr drei scheint ja ausgiebig gefeiert zu haben. Oh, wir haben gerade erst angefangen. Es tut mir leid, Miss Capwell, aber es ist 2 Uhr morgens und wir haben bereits geschlossen. Ich werde auch das Doppelte dafür bezahlen, aber bitte erzählen Sie mir nichts von irgendwelchen Auflagen. Sie werden keinen Ärger bekommen. Hier sitzen so viele Anwälte herum. Ich würde mit einem Mord durchkommen. Oh nein. Oh, ihren Frieden. Ethan? Verdammt doch mal, Ethan!
haben, Julia. Du kannst ihn haben. Schon her, na los, geben Sie sie mir. Aber Miss Hepburn, jetzt warten, mir als amerikanischer Staatsbürgerin meine Rechte zu verweigern? Sie wohl einfach... Was sagen Sie da? Sie sind doch das lächerlichste, jämmerlichste einer zivilisierten Bedienung, das mir hier begegnet ist. Darf ich Sie daran erinnern, dass meine Familie dieses Haus zufälligerweise besitzt? Meine Familie besitzt dieses Haus zufälligerweise auch. Und so wie ich die Sache beurteile, hast du für heute Abend wirklich genug Champagner getrunken. Du musst es ja wissen, Brüderchen. Richtig, und ich kann auch beurteilen, wenn jemand unangenehm in der Öffentlichkeit auffällt. Was versuchst du hier zu beweisen? Wissen würdest du mich bitte in Ruhe lassen. Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass ich zur Vernunft kommen soll oder sowas. Ich glaube, wir könnten jetzt alle einen Kaffee gebrauchen. Seien Sie so nett und servieren Sie 5 Tassen Kaffee. Danke. Reiß dich zusammen. Gentlemen, was genau können Sie zu Ihrer Verteidigung vorbringen? Sie haben das Wort, Kollege. Wie stehen unsere Chancen? Dann nehmen Sie sich oder ich beantrage die Todesstrafe. Das nenne ich einen netten Kollegen. Sie klingen erstaunlicherweise nüchtern. Wir haben gelost, um einen Fahrer zu bestimmen. Ich habe verloren. Ich bin so nüchtern wie eine Ordensschwester. Dann bleiben Sie auch dabei. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee zusammen. Und dann werden Sie als eingeschworene Anhänger von Recht und Ordnung, so wie es sich gehört, Miss Käpfel, geradewegs nach Hause bringen. Ist das klar? Das kann ich nicht versprechen. Kelly hat gesagt... Was meine Schwester gesagt hat und was ich Ihnen befehle, das sind in der Tat 2 völlig verschiedene Sachverhalte. So, und wenn jemand dazu neigt, seinen Einfluss überall geltend zu machen, könnte man erwähnen, welch gute Verbindungen man zu dem Unternehmen hat, für welches Sie arbeiten. Sehen Sie, Angestellte, die davon träumen, Teilhaber zu werden, können sich keineswegs leisten, es sich mit einflussreichen Freunden der Familie zu verderben. Julia, ich bin dem Wein nahe, diese Romantik und diese Tragik in eurer Beziehung. Es klingt wie eine wunderbare, ergreifende Liebesgeschichte. Ihr zwei, du und Mason, ihr habt hier spätabends ein Rendezvous. Ich meine, das ist immer der erste Schritt und das könnte doch einfach zu allem Möglichen führen. Und ich bin unmittelbar dabei. Was mache ich? Wie komme ich überhaupt dazu, mich da reinzuhängen? Oh, Julia, verzeih mir, es tut mir leid. Ich weiß, sowas gehört sich nicht. Ist schon gut, keine Sorge. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Dir und deinen Freunden habe ich es zu verdanken, dass Mason mich... Wie soll ich sagen? Mir fehlen im Augenblick die Worte dafür, aber könntest du mir einen Gefallen tun und mich nicht mit ihm allein lassen? Komm her. Vor langer, langer Zeit haben die Menschen geglaubt, dass, wenn es blitzte und donnerte, die Götter im Himmel Bowling spielen. Demnach müssen sie heute eine Menge Kugeln rollen lassen. Sie werden sicher einen Wettkampf veranstalten. Sieh mal, was ich hier habe. Das ist dein Lieblingsbuch. Mami hat es dir mitgebracht. Das Schwert und der Stein, eine tolle Geschichte. Danke, Mami. Aber das mache ich doch gern, Daddy. Das ist eine Geschichte voller spannender Abenteuer. Sie handeln von Rittern und Königen. Und der Held dieser Geschichte ist ein kleiner Junge, der ungefähr genauso alt ist wie du. Sein Name ist Arthur. Siehst du, den hier kennst du schon. Also, ich erzähle dir jetzt die Geschichte vom kleinen Arthur. Arthur hat in einem Land gelebt, das man damals Britannien nannte. Aber es war nicht schön, in diesem Land zu leben. Die Menschen haben dort gelitten, weil die Prinzen immer Kriege geführt haben. Sie haben immer gekämpft. Sie konnten sich nicht entscheiden, wer der König werden sollte. Das ging immer so weiter, bis eines Tages das Zauberschwert auftauchte. Weißt du, was das ist? Nein. Ein Schwert ist ein großes, langes Messer. Und dieses Zauberschwert hier steckte tief in einem Stein. Hatte Merlin es in den Stein gestoßen? Keine Ahnung. Weißt du es? Nein. Wie auch immer, es steckte einfach in diesem Stein. Und es hieß, wer immer das Schwert aus dem Stein ziehen könnte, der würde König werden und das Land regieren. Und das wollten alle Prinzen, alle großen, starken Leute wollten und das versuchen. Und die Riesen auch nicht? Riesen gibt's da drin nicht. Hunderte von Prinzen und starken Männern haben sich versammelt und versucht, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Da entschloss sich Arthur, der kleine Junge, dass er es versuchen würde. Und all die erwachsenen, starken Männer lachten ihn nur aus. Sie dachten, dieser dumme Junge, denn selbst wenn die stärksten Ritter es nicht schaffen würden, Excalibur zu befreien, wie konnte es denn ein kleiner Junge wagen? Allein der Versuch, weißt du, war für die meisten schon ein Unding. Schätz mal, was dann passiert ist. Was? Arthur, der kleine Junge,
Er marschierte geradewegs auf das Schwert zu. Er krempelte sich die Ärmel hoch, spuckte zweimal in die Hände und ohne sich anzustrengen, zog er das Schwert aus dem Stein. Einfach so. Plötzlich lachte niemand mehr, alle staunten sich. Ist er so stark wie ein Riese? Ich glaube, er ist noch viel stärker als ein Riese. Tja, nun sollte der kleine Arthur der König von England werden. Aber zuerst musste er natürlich noch ein paar Dinge lernen. Also ging er zu einem Zauberer. Kennst du einen? Doch, kennst du. Dein Großvater ist Zauberer. Du hast doch selbst gesehen, dass er zaubert. Kann ich auch das Schwert aus dem Stein ziehen? Wenn du die Zauberformel kennen würdest, wie der kleine Arthur, dann hättest du es vielleicht auch geschafft. Freunde im Glück, so, Freunde im Leid, Freunde für alle Ewigkeit. Es war eine Geheimformel. Niemand außer ihm kannte sie. Dann lernte Arthur mit dem Schwert zu kämpfen und... Jetzt ist die Geschichte zu Ende. Okay, mach schon mal die Augen zu. Nein. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Der kleine Arthur musste mit seinem Schwert noch viele Schlachten schlagen. Er musste seinen Thron, den ihm die anderen Prinzen nicht gönnten, verteidigen. Bis er schließlich ein glücklicher König wurde und die wunderschöne Prinzessin heiratete. Er wurde ein sehr gerechter und sehr weiser König. Und er leistete einen Eid, um für immer dem Frieden und der Brüderlichkeit zu dienen. Morgen erzähle ich dir, wie es weitergeht. Jetzt schlaf. Erzähl doch weiter. Na gut, aber das erzähle ich dir erst, wenn du im Bettchen liegst. Er war hier. Ich weiß, dass er hier war. Er ist ans Telefon gegangen. Er sollte hier auf dem Boden liegen. Was hatten Sie überhaupt hier zu suchen? Sie hätten nicht hier sein dürfen. Okay, sie muss hier mit ihm verabredet gewesen sein. Ja, sie hat wahrscheinlich hier auf Ethan gewartet. Oder wollte sie möglicherweise Julia hier treffen und hat geglaubt, dass ich Julia Capwell bin? Möglicherweise hat sie gedacht, dass Julia... Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Es stimmt. Jeder hat von einer anderen Frau gesprochen. Na, großartig. Was soll ich jetzt machen? Bloß nichts anfassen. Nichts anfassen. Es darf nichts darauf hinweisen. Oh Gott, jetzt sind doch noch meine Fußabdrücke auf dem Teppich. Denkt nach. Blut. 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 Fasern. Hör doch auf zu bluten. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Komm schon, hilf mir. Sascha? Das ist so witzig. Wir waren gerade auf dem Weg zu Warren Beattys Haus in Hollywood. Oh Gott, habe ich vollkommen die Kontrolle über mich verloren? Ich weiß nicht, ob es nur der Champagner ist. Wenn ich sie so ansehe, in ihr scheint sich überhaupt nichts zu regen. Wie kann man nur so leidenschaftslos sein? Was muss ich noch alles tun, um sie davon zu überzeugen, wie sehr ich sie liebe? Jetzt hat er mich soweit. Warum wäre ich plötzlich bereit, alles für ihn zu tun? Und schlimmer noch, warum fühle ich mich auch noch gut dabei? Oder weiß sie, dass ich sie liebe und das ist ihr egal? Naja, es wäre ja nicht zu verdenken nach all dem, was ich ihr angetan habe. Moment mal. Eben für einen Blick. Das ist ja ein ganz neues Lächeln. Ich habe gedacht, ich kenne seine Mimik in- und auswendig, aber dieses Lächeln, es ist nicht selbstgefällig, es ist herrlich. Am schlimmsten war die Sache mit Sascha. Und dann war da noch, oh Gott, wenn ich an all meine Schandtaten denke. Sieh ihn nicht so an, Julia, komm wieder zu dir. Du musst deinen kühlen Kopf bewahren. Sieh einfach woanders hin, da, zum Kellner. Gute Idee. Es ist aussichtslos. Ich werde es nie wieder schaffen, an Julia ranzukommen. Ich hab's. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Geh ihm nicht aus dem Weg. Bekämpfe ihn. Sie wird weich. Ich hab sie. Erinnere dich an all seine Fehler und Schwächen. Und an all die scheußlichen Dinge, die er dir angetan hat. Seine Lügen, seine Hinhaltetaktiken, den Verlust des Vertrauens und die Affäre mit Sascha. Ja, so fühle ich mich besser. Mace, mir stinkt's.
dass wir uns entschlossen haben, wieder aus dem... Jetzt nur nichts anmerken lassen, sonst steht sie sofort auf und rennt raus. Ich werde jetzt das Restaurant verlassen. Noch eine Minute länger und einen Blick mehr. Und es ist um mich... Sie hatte schon zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich muss gehen. Hol die Ruhe. Jetzt oder nie. Wir müssen gehen. Ich muss gehen. Hören Sie, was haben wir vorhin besprochen? Sie bringen Sie gleich nach Hause und du bleibst schön brav. Ich mache alles, was du sagst und jetzt verschwinde. Na schön. Schlaf gut. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht und gut nach Hause. Gute Nacht. Bedienung. Wird bald. Sascha. Du davon? Ach, der Spruch, der mit in der Kiste war. Ich werde daraufhin nicht losstürmen und das gesammelte Werk besorgen. Und wer es geschrieben hat, willst du nicht wissen? Ich weiß, wer es geschrieben hat. Ein kleiner Poet aus dem Waisenhaus, der inzwischen erwachsen ist und seither seine Kreativität unterdrückt hat. Es wird Derek gewesen sein. Wieso ausgerechnet Derek? Es hört sich nach ihm an, finde ich. So findest du ja. Aber das gehört alles Buck, die Kiste samt Inhalt. Und ich hoffe nicht, dass du auf die Idee kommst, da etwas herauszunehmen, weil sie nämlich für Buck bestimmt ist. Und aber wir haben er hat sie doch sehr merkwürdig gegeben. Reagiert. Ich meine, als ich ihm sagte, ich würde Buck die Kiste mitbringen, findest du nicht auch? Ich habe Nachforschung angestellt. Es gibt nichts, was diesen Mann verdächtig macht. Aber vielleicht geheimnisvoll, oder? Mag sein, in deiner Fantasie. Und was ist mit dir? Oder durfte ich vielleicht nur wieder meinen Kopf durchsetzen? Liebling, wieso willst du in seiner Kindheit herumwühlen? Sag mir es das. Es gibt vielerlei Gründe dafür. Zunächst hat er sich bei meiner Familie eingeschmeichelt. Und dann habe ich ihn erwischt, wie er im Keller des Waisenhauses rumgeschlichen ist. Und dann meine Geschichte, ja. Er wollte nicht, dass ich sie mache. Wieso denn nicht? Vielleicht, weil ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Und was hat das mit Buck zu tun? Und mit diesem Bild? Dann ist da noch dieser Spruch. Eben. Fragen über Fragen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass eigenartigerweise stets nach Mitternacht deine Fantasie mit dir durchgeht. Es ist 2 Uhr morgens. Wer könnte um diese Zeit hier anrufen? Das ist kein gutes Omen. Hallo? Inspektor Castillo, hier ist Charlie Barnes, Motorradstreife. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe, aber hier ist... Ein Autounfall passiert und ich wollte Sie zuerst davon informieren, weil es handelt sich um Ihre Schwägerin, Kelly Capwell. Was hattest du dort zu suchen, verflucht? Nein, tu das nicht. Sieh mich doch nicht so an, verdammt nochmal! Ruhig, fahre vorsichtig. Achte auf die Straße, beherrsche dich. Tief durch, schön gleichmäßig. Weiter so. Du hast ja alles unter Kontrolle, Laura. Sie ist tot. Was kann dir noch passieren? Nichts. Ich muss ja verrückt sein, hier raufzugehen. Wovor fürchtest du dich denn? Naja, zum Beispiel vom Blitz erschlagen zu werden. Das Gewitter ist vorbei. Man kann nie vorsichtig genug sein. Wenn du gehen möchtest, auch gut. Gehen wir. Ladies first. Es fällt mir schwer. Warum fällt es dir schwer? Wenn du diesen Abend beenden willst, Julia. Wenn du jetzt wirklich nach Hause gehen möchtest, wenn du es wirklich willst, werde ich der Letzte sein, der dich davon abhält. Nur sag, was du willst.
Du hast recht. Der Sturm hat sich gelegt. Naja, das wurde auch Zeit. Wieso sagst du das? Es waren doch nur 3 oder 4 Stunden. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Und es kam sozusagen aus heiterem Himmel, ohne sich anzukündigen. Und kehrte alles von oben nach unten. Sieh nur, wie viel Schaden dieser Sturm angerichtet hat. Vor kurzem habe ich noch gedacht, dass wir es nie schaffen würden, aber plötzlich deutete irgendetwas darauf hin, dass es uns möglicherweise gelingt. Weißt du was, Mason Campbell? Ich finde, du solltest dich schämen. Du denkst, ich würde drauf reinfallen, aber du irrst dich gewaltig. Mir kannst du schon lange nichts mehr vormachen. Ich habe keinen Sinn für Psychospielchen. Für so leicht durchschaubare schon gar nicht. Ich bin im Bilde, denn ich kenne ja deine Strategien. Die Liebesduselei funktioniert nicht, also machen wir entweder oder, so ist es doch. Du versuchst jetzt, mich dazu zu bringen, den ersten Schritt zu machen. Und dann versuchst du mir einzureden, dass ich ihn gemacht habe. Und, bist du jetzt fertig? Du willst also meine Schritte sehen. Sagte ich dergleichen? Tanze mit mir. Was jetzt? Und hier? Hier. Und jetzt. Hörst du dieses Lied? Lausche, Julia. You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Mason. Nochmal? Ich werde den hier Stelle verklagen. Wie kann so ein Ding so leicht kaputt gehen? Kelly, ist dir wirklich nichts passiert? Keine Verletzung? Nein, ich bin völlig unbeschädigt im Gegensatz zu dem Ding hier. Hol mich hier raus. Na los, mach schon, hol mich hier raus. Wir müssen warten, bis Verstärkung kommt. Cruz wird jeden Moment hier sein. Cruz? Du hast Cruz angerufen? Oh, warum hältst du mir nicht gleich eine Pistole an den Kopf? Kelly, du hast getrunken. Versuche nicht, das abzustreiten. Es hätte viel schlimmer kommen können. Zum Beispiel, wenn ein anderer Polizist unterwegs gewesen wäre. Ich habe Cruz in deinem Interesse gerufen. Ja, in meinem Interesse. Wenn er erfährt, dass ich betrunken Auto gefahren bin, dann ist das mein Ende. Du scheinst ihn überhaupt nicht zu kennen. Du musst mir hier raushelfen, bevor er kommt. Bitte. Na schön, ich werde es versuchen, aber... Kelly! Kelly! Oh mein Gott, bist du verletzt? Wenn, dann nur in meinem Stolz. Was ist passiert? Beruhige dich, es ist alles in Ordnung. Oh, Kelly... Frag den Telefonmaster drüben. Der ist mir nämlich in die Quere gekommen. Ich war auf dem Weg nach Hause, die Straße war glatt und... Sie hat Glück gehabt. Sie hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ich schätze, der Sicherheitsgurt hat ihr das Leben gerettet. Sie einen Krankenwagen gerufen? Ja, das heißt, ich habe es versucht, aber es wird eine ganze Weile dauern. Sämtliche Wagen sind im Einsatz. Es gab eine Massenkarambolage an der Ausfahrt nach Channel Island und da kein Notfall vorliegt, können sie im Moment keinen Wagen schicken. Und ich glaube, das ist doch gar nicht nötig. Kelly macht nicht den Eindruck, als sei sie schwer verletzt. Dann werde ich auch sofort da rausholen. Ich habe eine Brechstange im Auto. Ich hole sie. Hallo, habe ich mich verkehrswidrig verhalten, Officer? So ist es. Hier ist Wendeverbot. Wussten Sie das nicht? Tatsächlich? Anscheinend habe ich das Schild nicht gesehen. Wissen Sie, Officer, mein Gebläse funktioniert nicht. Das habe ich erst bemerkt, als wir schon unterwegs waren. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und... Ach, entschuldigen Sie. Was fehlt denn Ihrer Freundin? Oh, Marilyn. Ach, nichts. Sie ist einfach nur erschöpft. Aber das ist kein Wunder. Wir haben eine lange Schicht hinter uns. Habe ich's doch gewusst. Sie sind Krankenschwestern. Dann haben Sie einen harten Job. Wem sagen Sie das? Daher widerstrebt es mir, Sie aufzuschreiben. Wissen Sie, sicher haben wir uns verkehrswidrig verhalten, aber wenn ich Ihnen verspreche, das verdammte Gebläse unverzüglich instand setzen zu lassen, würden Sie dann... Könnte ich bitte Ihren Führerschein sehen? Mein Führerschein? Sie haben ihn doch dabei, oder? Selbstverständlich. Ja. Warten Sie, das Problem ist nur... dass meine Freundin Marilyn wie so oft meine Handtasche als Kopfkissen benutzt. Mary 3M, bitte grüße Sie um einen Unfall, bei dem es eventuell Verletzte gegeben hat. La Vista Ecke Pueblo. Die Sanitäter sind alle im Einsatz. Hey, Sie sind doch Krankenschwestern. Ja, wie schon gesagt, wir sind Krankenschwestern. Folgen Sie mir, wir könnten Ihre Hilfe brauchen. Was ist
ist los? Gar nichts. Aber? Nichts ist los, das ist los. Jetzt lass uns doch nicht Nein, schon wieder damit anfangen. Nein, versteh mich nicht falsch. Ich hab's satt. Ich bring mich selbst in diese Lage. Das ist mein Fehler. Weil ich mich in falscher Sicherheit wiege. Und weißt du, was die Gefahr dabei ist? Dass ich morgen wie gehabt für dich Frühstück machen werde und ich deinen Haferschleim essen sehe. Ich frag mich, seit wann esse ich Haferschleim? Ich ertrag das nicht mehr, was du mit mir machst. Was tust du mir an, Mason? Wie gehst du mit mir um? Du weißt, was ich meine. Ich verstehe. Mit mir zusammenzuleben empfindest du also als eine Last. Und all die Opfer, die du gebracht hast. Was soll's, heilige Julia? Du bist nicht die Einzige auf der Welt, die solche Qualen erlitten hat. Dieses kleine Spiel war schon alt, als wir es begannen, und auch wir werden dem nichts Neues hinzufügen. Denkst du, dass ich für immer hinter dir herkriechen werde? Und wenn du wirklich nicht einsehen willst, dass wir wie füreinander geschaffen sind, dass wir zusammenpassen und dass es für uns überhaupt keine anderen Möglichkeiten gibt, dann, liebe Julia, dann wirst du es wohl niemals einsehen. Ich für meinen Teil habe alles getan. Das Übrige liegt bei dir. Gute Nacht. Hast du mir noch etwas zu sagen? Wenn du denkst, dass ich dich aufhalten werde, dann täuschst du dich. Du kannst aber auch zu mir gelaufen kommen, deine Arme um mich schlingen und mich mit Zuneigung überschütten. Eins von beiden, es ist dir freigestellt. Ich werde weder das eine noch das andere tun. Auch gut. Du sollst natürlich nicht gegen dein Naturell handeln. Doch, ich kann nicht gewinnen. Das stimmt. Du wirst mich nämlich nicht los. Ich liebe dich, Julia. Und du liebst mich. Mir ist klar, dass das inzwischen Fragen sind, die nur minimal dazu beitragen können, wieder von vorn zu beginnen. Allerdings ist es eine Voraussetzung, die wir erfüllen und die unvergänglich ist. Also rege ich respektvoll an, dass wir uns unserem Schicksal fügen und es als unvermeidlich anerkennen. Also, lass uns einfach unser Leben weiterführen. Wie immer, Seite an Seite. Seite an Seite wüsste ich sofort, was wir machen können. Entschuldige, ich hasse mich jetzt schon für meine Frage, aber was bitteschön außer einem Exekutionskommando gegenüberzustehen ist das? Du fährst mich heim. Ich kann dich auch bitten, mit auf mein Zimmer zu kommen. In diesem Fall werde ich ein Taxi nehmen. In diesem Fall stehe ich dir als Fahrer zur Verfügung. Girl, you smile. You are too beautiful for the human. Okay, okay, ich hab sie. Haben Sie eine Decke dabei und einen Verbandskasten? Ja, an meinem Motorrad. Ist das Auto? Ja. Danke, es geht schon. Tja, also, ich würde sagen, Totalschaden. Dass du den Unfall überlebt, das ist ein Wunder. Sie hat wohl einen Schutzengel. Warten Sie hier. Was gibt's zu tun? Wir brauchen Verstärkung, um den Verkehr weiter oben umzuleiten. Ich habe die Kurve mit Warnleuchten gekennzeichnet, aber wir brauchen dort oben wenigstens einen Mann. Okay, ich kümmere mich drum. Ja, kommen Sie. Eben, lege das bitte um. Ich werde versuchen, einen Sanitäter hier zu holen. Da sind Sie ja. Ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen. Die Fahrerin ist nicht verletzt. Hier wird keine medizinische Hilfe benötigt. Naja, dann kann ja, ich ja gehen. Ja, meinetwegen können Sie gehen. Danke sehr. Können Sie noch ein paar Warnleuchten auftreiben? Ja, kein Problem. Gut. Wir müssen nämlich diese Kurve ein paar hundert Yards vorher kennzeichnen. Ah, Sie sind sicher die Krankenschwester. Sie können gleich mal nach der Fahrerin sehen. Oh, aber der Officer hat doch gerade gesagt, ich weiß es nicht. Ich war auf dem Weg nach Hause und dann bin ich mit dem Wagen ins Schleudern gekommen. Wo warst du denn? Warum bist du mitten in der Nacht allein unterwegs? Ich war mit diesen Kerlen unterwegs. Jedenfalls drehten die völlig durch. Also bin ich in meinen Wagen gestiegen und selbst nach Hause gefahren. Eden, ich will jetzt gehen. Ich brauche keine medizinische Hilfe. Es geht mir ausgezeichnet. Mir ist nichts passiert. Bitte, bring mich hier weg. Egal wohin. Lass uns zu dir fahren. Warum willst du von hier so fluchtartig verschwinden? Wieso? Willst du mir nicht erzählen, was los war? Kelly? Du hast getrunken, nicht wahr?
stimmt nicht. Ich bin nicht betrunken. Wie viel hast du getrunken? Ein winziges Glas. Ach, nur ein Glas? Was geht dich das an? Was es mich angeht, ich werde dir sagen, was es mich angeht, Kelly. Allerdings erst dann, wenn du wieder ausgenüchtert bist. Man wird doch wohl noch mal feiern dürfen. Jetzt hör mal zu, das Leben ist keine Sommerparty. Ich dachte, du hättest damit aufgehört, auszuprobieren, wie dämlich du sein kannst. Oh, beruhige dich. Dein guter Ruf wird nicht darunter leiden. Also, wohin bist du gefahren, nachdem du bei mir warst? Ich fuhr zuerst in den Country Club und dann fuhr ich in den Dschungel. Auf ein paar Flaschen Champagner? Nein. Sonja, du weißt schon, mit diesen Anwälten. Und dann fuhren wir alle zum Orient Express. Wo du dich denn weiter hast volllaufen lassen? Jeden, hör auf. Diese Kerle waren Idioten und um daher nur im Suff zu ertragen. Ich meine, man will ja nicht unhöflich sein. Das ist ein Argument, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass du Sternhage voll gewesen bist. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Weißt du, es hat wirklich keinen Zweck, mit dir länger darüber zu reden. Ich geb's auf. Was soll ich denn sagen? Was erwartest du denn, ha? Wie du weißt, sind Familientreffen in jeder Hinsicht die Hölle für mich. Sie sind die Hölle für mich. Dieses ganze Trara dort ist widerlich. Ich habe das Gefühl, als würde ich unter einem Mikroskop beobachtet werden und dann möchte ich nur noch rausgehen und Glas zerschmettern. Und heute bin ich rausgegangen, um Glas zu zerschmettern. Weißt du was? Es gäbe noch vieles dazu zu sagen. Ich würde es nur gern vermeiden. Bitte entschuldige, fang jetzt nicht an zu heulen und entschuldige dich nicht bei mir. Vergiss es. Das Problem ist, dass ich mich für dich teilweise verantwortlich fühle. Oh, Eden, tu mir das nicht an. Bitte nicht. Lass mich meine eigenen Fehler machen. Lass mich einfach. Ich war es doch, die das Auto zu Schrott gefahren hat. Ich allein trage die Verantwortung dafür. Ich habe das volle Risiko übernommen. Für mich, für mein Leben. Kelly. Oh, was? Gibt es dafür eine Erklärung? Du wolltest doch etwas haben, was Julia gehört, nicht wahr? Schlaf schön. Leg ab und mach's dir bequem. Das hatte ich sowieso vor und ohne dich. Ist dir aufgefallen, dass es schon fast Tag ist? Wieso? Entwickelst du dich bei Sonnenaufgang in irgendeiner Weise zurück? Gewissermaßen. In eine traurige Figur, die bedauert, dass eine wunderbare Nacht vorübergeht und nie wiederkehrt. Bloß nicht sentimental werden, hm? Ich kann nicht anders. Samantha steht bald offen. Also, kommen wir zur Sache, einverstanden? Gut, einverstanden. Also, ich dachte, ich könnte die zwei wichtigsten Frauen in meinem Leben zu einem legendären Omelette Natur überreden. Hi, Augusta ist im Gästezimmer. Für Sie werden schon ein paar Reste abfallen. Weißt du eigentlich, wie lange ich schon keine Omelettes mehr gemacht habe? Es ist lange her. Und für Experimente ist meine Küche nicht geeignet. Du solltest erst mal üben. Du hast ja keine Ahnung. Ich bekomme zurzeit nichts anderes als Hotelessen. Ich habe gar nicht die Gelegenheit, selbst etwas zu kochen. Nun sei nicht so. Hast du nicht ein kleines bisschen Hunger? Es ist noch ein wenig früh. Ich frühstücke nie um diese Zeit. Dann warten wir eben den Sonnenaufgang ab und essen dann. Derweile könnten wir zum Beispiel Fernsehen gucken oder Brettspiele machen. Und du könntest uns eine schöne Kanne Pfefferminztee kochen. Siehst du, wie unkompliziert ich bin? Du brauchst bloß auf mich einzugehen. Und wenn ich es nicht tue, dann wirst du weitere Vorschläge machen, bis ich nachgebe. Habe ich recht? Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst. Na, also schön. Kaffee. Keinen Tee. Eine Tasse Kaffee. Eine bescheidene Tasse. Löslicher Kaffee. Kein Fernsehen, keine Brettspiele, kein Sonnenaufgang, nichts von alledem verstanden. Nur eine einzige Tasse löslichen Kaffee. Nimm an oder lass es sein. Ich nehme an. Ihre Lieblingsserie bei RTL? Dann wird dies Ihre Lieblings-CD. Gefühlvolle Songs zum Kuscheln und Träumen. California Clan 2, der Original-Soundtrack. Jetzt im Handel. Hast du diese Flasche allein geleert? Nein, ich habe mit ein paar Fischen geteilt. Sie haben das meiste getrunken. Du hast wohl nur mal daran gerochen, oder was? Hör mal, also ich habe wohl ein bisschen Champagner getrunken, aber als ich in meinen Wagen stieg, war ich nüchtern. Nüchtern? Das heißt also, du warst nicht betrunken?
Champagner hat überhaupt nichts mit dem Unfall zu tun. Ach nein? Dann ist das wohl eine Eigenart von dir, nicht zu bremsen, wenn du mit dem Wagen von deiner Straßenseite abkommst, oder was? Cruz, was meinst du? Hast du die Straße angesehen? Sind da Bremsspuren? Dafür gibt es sicher eine Erklärung. Schön, vielleicht. Gehen wir davon aus, dass Kelly nur Richtgeschwindigkeit gefahren ist. Aber wenn sie tatsächlich versucht hätte zu halten, dann würden doch auf der Fahrbahn Bremsspuren zu sehen sein. Es sind aber keine da. Kelly, du hast das Bremspedal nicht mal berührt. Du bist einfach weitergefahren. Was bedeutet, dass du entweder betrunken warst oder eingeschlafen? Oder beides? Oder ich war nur ein wenig leichtsinnig und verlor dadurch die Kontrolle. Ja, du warst außer Kontrolle. Du hättest dabei auch draufgehen können. Hast du dir das eigentlich schon mal überlegt? Jetzt werde ich dafür sorgen müssen, dass du deine Strafe erhältst. Was stellst du dir da vor, Cruz? Wir sind hier fast fertig. Haben Sie gewusst, dass diese Flasche auf dem Rücksitz Ihres Wagens lag? Cruz, was soll's? Die Straße war spiegelglatt vom Regen. Sicher, hätte so oder so wir werden jetzt können. Feststellen, wie viel sie getrunken hat. Können wir das nicht vergessen? Nicht doch mal. Das ist keine Suspendierung wert. Cruz. Was ist? Das ist doch das erste Mal, dass hier so etwas passiert. Was heißt das schon? Du kannst dir ja wohl vorstellen, dass es nicht sehr viele Menschen gibt, die mit so einer Nummer auch nur ein einziges Mal durchkommen. Hey, falls das etwas nützt, es wird wahrscheinlich nichts nützen. Es wird nicht wieder vorkommen. Ja, und du willst mir darauf dein Wort geben, nehme ich an. Könnten wir bitte einen Moment unter vier Augen sprechen? Wozu? Stell dir vor, es wäre jemand mit ihrem Wagen gefahren oder es hätte jemand in der Kurve gestanden. Sie hätte auch ein anderes Fahrzeug über den Haufen fahren können statt eines Telefonmasts. Was willst du? Sie nach Hause bringen, eine Moralpredigt halten und dann die Sache vergessen? Das kannst du gerne tun, aber erst, wenn ich hier fertig bin. Stell dich dort drüben an den Stein. An den Stein, bitte. Ja, schon. So, und jetzt lauf bitte in gerader Linie auf mich zu, als würdest du auf einem Seil balancieren. Ich habe hochhackige Schuhe an. Ja, ist mir schon aufgefallen. Arme zur Seite, so. Jetzt den Kopf zurücknehmen und die Augen schließen. Und jetzt führe bitte ganz langsam deinen rechten Zeigefinger an deine Nasenspitze. Das schaffe ich nicht mal, wenn ich vollkommen nüchtern bin, Cruz. Das war so gut wie ein Geständnis. Sag bitte das Alphabet auf. Was soll das Alphabet denn? Es fängt mit A an. A, B, C, D, E, Kelly. F. Oh, ich... G, H, I, J, K, L, L, M, L, M... Warte. A, jetzt fängt sie wieder von vorne an. C, D... Schon gut, das reicht. Du wiederholst dich. Es wird langweilig. So, zum Abschluss pusten wir hier rein. Ich sehe, dass du fertig bist. War nett mit dir. Mach's gut. Nein, ich habe noch nicht ausgetrunken. Doch, hast du. Darf ich wenigstens Samantha sehen? Ich will nicht, dass du sie wächst. Du weißt, wie spät es ist. Du lässt dich nicht erweichen, ha? Soll sie einen falschen Eindruck bekommen, ja? Welchen? Dass ihre Eltern in der Lage sind, hin und wieder miteinander zu sprechen? Na schön. Du willst also noch ein paar abschließende Worte von mir hören. Also, es geht los. Heute Nacht war es... amüsant. Ich bin sowas von überwältigt. Es hat mir heute Abend sehr gut gefallen. Es war ganz wunderbar. Was natürlich relativ ist, weil ich normalerweise nicht viel erlebe. Es war schön. Aber darauf musst du dir nichts einbilden, weil eine noch so wunderbare Nacht noch kein Leben ausmacht. Und sag nicht wieder, dass das ein guter Anfang ist. Warum denn nicht? Ich finde schon. Und was machen wir morgen? Komm gut nach Hause, Mason. Und du machst mir wegen der Sache mit Sascha keine Vorwürfe mehr? Nein, wegen Sascha nicht mehr. Aber natürlich stellt sich mir jetzt schon die Frage, wer ist die Nächste? Es wird keine Nächste geben, ich schwör's dir. Denn bei allen Problemen, die mir diese Sache gebracht hat, habe ich dabei die Erfahrung gemacht, dass ich ohne dich und Samantha nicht mehr leben kann. Und wenn dafür 1000 schöne Nächte nötig sind, um es dir zu beweisen, irgendwann werde ich dir diesen Beweis erbringen. Auf einen neuen Anfang. Nein! Vielleicht. Unter Umständen. Ich ruf dich an. Es ist schon fast hell, Mason. Wir können noch 2 Stunden schlafen und dann müssen wir schon wieder fit sein. Deshalb gute Nacht. Oder besser gesagt, guten Morgen. Oder was auch immer. Alles soll mir recht sein, außer leb wohl.
zu regnen. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.